Da ist der Sommertag Lifestyle aus dem Hotel Belvoir zu Rüschlecken und mir gegenüber eine wandelbare, ausdrucksstarke, preisgekrönte, wunderschöne Schauspielerin Rachel Braunschweig. Danke vielmals. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mit dir so meinen Fan-Moment in meiner Sendung und geniesse es total, dass du da bist. Danke vielmals für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Wie gut kannst du mit Komplimenten umgehen? Kannst du dich gut annehmen? Das ist eine gute Frage. Ich finde, also immer in Bezug auf die Arbeit kann ich es eigentlich gut annehmen. Aber ich merke schon, es ist schon etwas, was man lernen muss, finde ich, gerade in meinem Beruf. Einerseits der Applaus im Theater, der gehört dazu. Das ist wie so ein Entspannungsmoment für beide Seiten. Am Schluss des Stücks, wenn man rausgeht, das ist für beide wirklich wichtig. Wenn das Publikum applaudiert, dann ist es wirklich für mich eine Entspannung, aber auch für das Publikum. Und sonst... du bist eher eine Bescheidene, spüre ich jetzt gerade raus. Du bist also nicht die Sorte Schauspielerin, die mega ellbögelt und über Leichen geht für eine Rolle. Nein. Mhm. Nein, es hat es auch nie gebraucht. Ich glaube, das hat damit zu, dass ich eine Teamplayerin bin. Und ich bin mir sehr bewusst, dass ich mein Gegenüber oder das ganze Team für mich essentiell ist und sogar existenziell, um gute Arbeit zu machen. Und ich weiss, es geht nicht allein. Und ich bin wirklich kein Lonely Rider, kann man sagen. Wir sitzen hier zu Rüschlecken, draussen tobt ein Sturm. Mhm. Wir zwei sind schön am Schermen miteinander. Uns kann nichts passieren. Du bist da ganz in der Nähe aufgewachsen, in Horgen. Was hast du für eine Kindheit gehabt? Bis so 12, eine recht behütete Kindheit, also wirklich Seekind. In Horgen aufgewachsen, ganz normal in Horgen in die Schule. Damals hat es noch grosse Gärtnerei rundherum gehabt. Wir sind in einem Multikulti-Haus aufgewachsen mit vielen verschiedenen Nationalitäten. Ich habe viel Kontakt, bis heute noch Kontakt zum Teil zu einzelnen von denen. Das war eigentlich eine tolle Kindheit, eine verspielte Kindheit. Bis zu dem Moment, mit 12, als meine Eltern sich dann getrennt haben, und dann ist so ein bisschen, würde man sagen, so ein bisschen der WG-Groove ist, dann hat dann Einzug genommen und ich habe sehr schnell dann müssen selbstständig werden. Mit 12 schon? Ja, ja. Bist du also relativ schnell erwachsen worden? Du das? Ja, ich finde schon, das hat einen grossen Einfluss gehabt. Meine Mutter hat dann so ein bisschen, ja, wie die Frau so in dieser Zeit. Sie wollte nochmal einen Beruf lernen und war viel unterwegs. Sie hat noch eine Ausbildung gemacht zur Berufsberaterin, hat dann mit 60 noch Atemtherapeutin gelernt. Das war eine Frau, die nie aufgehört hat, lernen und sich Sachen aneignen. Und das hat mir aber auch gezeigt, man muss, also das ist für mich immer wichtig, unabhängig zu sein und eigenständig. Und das hat eigentlich damit angefangen. Das hat damit angefangen, dass ich dann schon ganz früh ganz viele Jobs gemacht habe. Ich habe im Agli gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das einzelne Leute noch kennen. Ja, Richterswil, ganz genau. Genau. Dort war ich an der Bar und bin am nächsten Tag... mein Freund war DJ, ich war an der Bar und am nächsten Tag bin ich dann ins Gimmi auf Küsnacht. Und bin dann meistens so... Damals hat man am Samstag Schule gehabt und am 12 Uhr bin ich dann so eingeschlafen auf dem Pult. Aber ja, ich habe immer gejobbt, ich habe immer Geld verdient und bin eigentlich immer auf eigenen Füßen gestanden. Deine Familie, vor allem dein Vater, hätte es ja wahnsinnig gern gesehen, wenn du Lehrerin geworden wärst. Genau. Ich meine, du bist so sprachenaffin, du bist, liebst Kulturen. Wäre das nicht gewesen? Also es ist ja nicht so, dass ich unterrichte eigentlich, oder wie soll ich sagen, also ich unterrichte immer noch Auftrittskompetenz in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Also das Unterricht ist schon ein Teil. Also ich glaube, das ist schon auch eine Begabung, wo ich einfach so mit in die Wiege bekommen habe. Ich glaube, es hat viel mit meinem Vater zu tun. Mein Vater wäre eigentlich hätte gern wahrscheinlich Geschichte studiert und wäre gerne an der Uni und hätte dort doziert. Also er hätte ein bisschen dass du ich das glaube, machst, das hat, was ja, er nicht hat können. Wer hat denn dir das unglaubliche Schauspielgehen, die Ausdrucksstärke, wer hat dir das vererbt? Gibt es da jemanden in der Linie also, es gibt eine Großmutter, die war sehr musikalisch. Die hat das geliebt. Die ist im Welschland. Ist die gewesen. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass meine Großmutter sogar an der Fasnacht gekommen ist. Also, weil das war jemand, der schon ganz früh Auto gefahren ist. Es gibt Fotos mit ihr wirklich so in den 20er Jahren, so, wo sie mit
ja, in Vollmontur mit Zigaretten oder mit dem Auto. Und das ist so jemand, der, glaube ich, gern im Mittelpunkt gestanden ist, der gern unterhalten hat. Also dort ist sicher so etwas, so eine gewisse Affinität dafür. Und Sprache und Literatur und das Interesse für das war schon auch in der Familie, würde ich so sagen. Aber es gibt in dem Sinne nicht die grosse Schauspielerdynastie in meinem Background. Stimmt das, dass du dich heimlich zu Bern an der Schauspielschule beworben hast? Ja, das stimmt. Eben, weil mein Vater gefunden hat, ja, man muss jetzt so klassisch, wie das, man muss richtig machen, ganz genau. Rachel, etwas recht. Eigentlich interessant, weil er eigentlich, ja, eigentlich nicht hat das können machen, was er gerne gemacht hätte. Aber wie das dann so ist, mit den eigenen Erwartungen, die man dann als Kind projiziert. Genau, ich habe Prüfung gemacht in Bern. Und das weiß ich gar nicht mehr, ob das so heimlich war. Aber ich bin dann dort bis in die letzte Runde gekommen und bin dann aber nicht reingekommen. Ich war sehr naiv, würde ich sagen. Und habe dann, ich hatte keine Vorstellung gehabt, dass man da jetzt mehrere Prüfungen machen können. Das sind irgendwie 800 Leute, die sich da anmelden. Und ja, das muss man doch gar nicht wissen, dass es so viele Schauspielschulen noch in Deutschland gibt und so. Und habe dann angefangen, Germanistik und Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaften, zu studieren, da an der Uni Zürich. Und bin dann so über Hospitanz vom Schauspielhaus wieder zurückgekommen, dass ich merke, okay, das ist ein Handwerk und das muss man wirklich an einer Schauspielschule erlernen. Und dann habe ich die Prüfung gemacht, ohne dass mein Vater etwas gewusst hat. Weil ich gewusst habe, ich kann erst mit der bestandenen Prüfung zu ihm gehen und sagen, so, ich mache das jetzt, egal ob du es unterstützt oder nicht. Und dann ist der Weg weitergegangen? Ja. Dein Traum ist in Erfüllung gegangen. Jetzt hast du so viele tolle Rollen schon gehabt, wo wir nachher auch noch reinschauen werden. Du bist sehr erfolgreich, du bist preisgekrönt, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber der Weg zu einer Schauspielerin, so wie sie du jetzt bist, ist sicher auch recht steinig gewesen. Du hast sicher auch viele Enttäuschungen erlebt, vielleicht auch sogar Demütigungen. Nein, eigentlich nicht. Also ich sage immer, als ich ans Theater bin, ich bin natürlich so klassisch, ich habe Schauspiel schon gemacht und dann bin ich zuerst mal 4 Jahre auf Deutschland, ich bin am Stadttheater, was wirklich gut war. Ich meine, dort spielt man einfach, da ist man eigentlich nur am Theater und man lebt im Theater und man wohnt dort quasi. Aber man lernt dort auch sehr viel und was ich schon immer gewesen bin, ich bin nie ein Kätchen oder ein Klärchen gewesen, also ich bin nie so eine Kindfrau gewesen. So eine Lolita, die viele ja, sind. Genau, also damals ist das schon so ein bisschen so gewesen, die Schauspielschule in Zürich hat für Stadttheater ausbildet und für die Art von Rollen, wo es bis heute ja immer noch leider zu viel gibt. Und ich habe aber schon damals Rollen einstudiert von Frauen, die irgendwie 30, 40 waren. Das hat man mir auch gesagt, du bist eigentlich zu jung für diese Rollen. Und und ich glaube, jetzt bin ich im richtigen Alter für die richtigen Rollen. So. Ja, weil man sagt ja, wie du vorher gesagt hast, es hat für ganz junge Frauen und ab 50 zeigst du ja eigentlich, dass man auch gute, tolle Rollen spielen kann. Aber es ist immer noch Mangelware. Absolut, absolut. Also, ist das manchmal auch ein bisschen ein Frust gewesen? Ich glaube, ich habe ganz lange einfach auf das reagiert, was gekommen ist. Und ich habe mich nicht frustrieren lassen. Ich sage immer, ich bin so ein Mischkonzern gewesen. Ich habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe Theater unterrichtet, ich habe Regie gemacht, ich habe eigene Projekte realisiert. Ich habe immer schon als Sprecherin gearbeitet. Ich habe immer auch gedreht, aber so durch das so viele verschiedene Sachen gemacht. Und jetzt so erst noch nicht so lange habe ich mich eigentlich wie so ein bisschen fokussiert. Und ich glaube, das braucht es, um können, wie eine gewisse Karriere. Also du startest jetzt ja mit Ü50 nochmal durch. Nach welchen Kriterien liest du deine Rollen aus, wenn du jetzt ein Drehbuch bekommst? Also was mir sehr wichtig ist, ist, dass es Rollen sind, die vielschichtig sind, die widersprüchlich sind, wo man einmal denkt, was macht sie jetzt? Also wo man sich einerseits hingezogen fühlt als Zuschauerin und Zuschauer und andererseits vielleicht auch denkt, und sich solidarisiert und denkt, oh, das kenne ich aus meinem Leben und gleichzeitig also, nein, das geht gar nicht. Also dass man am Schaffen ist in dem Moment, wo man das sieht, dass man nicht, es ist nicht einfach so schwarz-weiß, dass man so einfach so Fast Food. Es ist kein Fast Food, was mich interessiert. Du hast brilliert in ganzen Haufen
Film, unter anderem «In die göttliche Ordnung» als Bauernfrau, bist sensationell gewesen, aber auch als Frau Süßkind in Wolkenbruch, bist so witzig gewesen, als Äbtissin bei Zwingli, als die Katharina, brillant, also berührend, und natürlich als Staatsanwältin Anna Wegenast im Tatort. Und Katharina. Anita. Die vielen Namen. Ja, Anita genau. Wegenast. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Glanzmomente von dir an. Äbtissin, ihr seid die mächtigste Frau von Zürich. Seit Jahren reden alle davon, dass ich die Kirche erneuern muss. Ihr seid in einem Wahn. Lasst mich ich bin seit 28 Jahren Äbtissin. Das ist mein Leben. Und ich will es so. Warum sollte ich jetzt plötzlich mein Kloster aufgeben? Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach nur da gesessen. Und ich dachte, das rächt sich jetzt. Wie meiner Tochter eine schlechte Mutter gewesen. Ich habe versagt, Nora. Du, er verkackt es wieder. Nein, guck hin. Nun, das habe ich gut gemacht. Masito. Okay. Yes, please. Das Rezept ist in Luang Prabang ausgestellt worden. Die Ermittlerinnen arbeiten mit Hochdruck. Und sobald wir neue Informationen haben, halten wir sie auf dem Laufenden. Scheiße. Was machen wir? Ich übergebe das Frau Münsterkloster der Stadt. Das ganze Kloster? Mit allen Ländereien und Pfründen. Stellt euch voll und ganz hinter Zwingli und seine Reformen. Richtet mit unserem Vermögen eine Armenfürsorge ein und seht zu, dass auch alle anderen Klöster der Stadt überschrieben werden. Danke. Und ihr, Frau Äbtissin? Macht euch um mich keine Sorgen. Welche von diesen Rollen, die wir gerade gesehen haben, hat dich persönlich jetzt am meisten geflasht? Das war Theresa in die göttliche Ordnung. Und das war vor allem so, weil es die erste Gegenbesetzung war. Also da war eine Regisseurin, die sich getraut hat, mir eine Rolle zu geben, die jetzt nicht auf Anhieb einfach man sagt, ah, eben, das ist Staatsanwältin oder das ist die wohlhabende Gattin vom so. Sondern es ist wirklich, es ist eine Bauernfrau, es ist eine einfache Frau. Man erkennt mich auch nicht. Ich sehe aus wie meine eigene Großmutter in diesem Film. Ja, das macht natürlich... Und die ist sehr weit weg von mir als Person. Das ist toll. Ist es einfacher, jemanden darzustellen, der weit weg ist? Oder ist es einfacher, jemanden, der ähnlich ist? Es ist... Ich finde schon, es ist die grössere Herausforderung für jemanden, der weiter weg ist. Aber es ist auch die spannendere, finde ich. Ja. Hat es einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, nein, das mache ich nicht in letzter Zeit? Weil ja. Du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du dir das auch kannst, sag ich jetzt mal, frech leisten. Ja. Du sagst, nein, das mache ich nicht. Was für Rollen lehnst du ab? Ja, es hat kürzlich eine Anfrage gegeben für ein Drehbuch, wo ich das Gefühl hatte, das war wie noch nicht so reif gewesen. Das war eine Frau, wo es um Sexualität gegangen ist. Mhm. Und wo ich so gemerkt habe, ja, wenn ich das zeige, dann muss das ein anderes Fundament haben. Es muss, für mich hat es so einen gewissen Voyeurismus gehabt und dann merke ich, dann ist der fast schade. Ja, es muss für mich schlüssig sein von der Geschichte. Eine Rolle, die du unbedingt hast wollen, ist die von der Staatsanwältin, der Anita Wegenast. Ja. Warum? Ich habe gewusst, dass der Tatort neu besetzt wird und ich habe gedacht, da gibt es sicher eine... Oder ich weiß gar nicht, warum ich das gewusst habe. Es gibt eine Staatsanwältin, die ich gefunden habe. Das ist eben auch eine Frau in meinem Alter wird das sein. Und ich habe so ein bisschen versucht, der einen gewissen Humor zu geben und eine gewisse Schrägheit zu geben. Und das Ganze ist eine sehr lustvolle Angelegenheit. Das ist dir ja gelungen, weil du hast sogar einen Preis gewonnen, den Swiss Perform Prix. Mhm. Herzliche Gratulation. Danke. Man hätte ja meinen, du denkst vielleicht auch Kommissarin. Das ist ja der Traum, den viele Schauspielerinnen haben. Auch jetzt nicht mehr die ganz Jungen. Ich finde, Kommissarin ist so das, was doch die meisten wollen. Also es ist natürlich so, also in dem Moment, wo du im Format Tatort spielst, bist du natürlich auf eine Art sichtbar, wie du in fast keiner anderen Serie oder Reihe bist. Also das ist ein Format, das gibt es seit den 50er Jahren. Das ist unglaublich, dass sich das so lange gehalten hat. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen
eine Krönung oder eine Kür, wenn man dort dabei sein kann. Gut, man muss sich auch gut überlegen, weil dann hat man ja den Stempel drauf, dann heisst es ja immer Trochel, das ist doch die vom Tatort. Erkennt man dich eigentlich, wenn du in Zürich unterwegs bist, unterdessen? Lange bist du auch inkognito gewesen? Es gibt Leute, die so stehen bleiben oder so einen Blick verharrt und die sich so fragen, ah, ich kenne das Gesicht von irgendwoher, aber mich nicht können einordnen. Das hat sicher damit zu tun, dass das sehr viele verschiedene Rollen gewesen sind und ich immer wieder eben ein bisschen anders ausgesehen als in Natura. Ich freue mich da sehr darüber. Also jedes Mal, wenn so meine Wandelbarkeit gefragt ist und ich darf das auch mich der so voll und ganz hingeben, dann ist das ein Genuss und das schätze ich auch sehr. Und, aber die Schweiz ist ja so sehr zurückhaltend. Ja. Also ich habe jetzt letztes Jahr wirklich so ein ganzes Paket mit Fanbriefen aus Deutschland bekommen. Das gibt es da. Aber da ist mal ein oder zwei, wo dann irgendwie bei einer Premiere dasteht und eine Unterschrift hat. Also sie sind sehr diskret. Reden wir über Spagat. Gerade im Kino. Ja. Deine erste grosse weibliche Kinorolle. Ja. Wie stolz bist du? Ich bin sehr erfüllt von diesem Projekt und auch von dieser Rolle, muss ich sagen, und auch von dieser Arbeit. Das war eine sehr schöne Arbeit gewesen. Und es ist eben genau so eine Figur oder so eine Frau, wo ich das Drehbuch gelesen habe, sofort gedacht habe, die kenne ich. Das ist eine Frau, die in einer Dreiecksbeziehung lebt, mit ganz viel Spannung in ihrem Leben. Die ist geheiratet, hat ein Kind, hat ein Sohnpapierkind in ihrer Klasse und hat eine Affäre mit dem Vater von dem Sohnpapierkind. Und das bringt dementsprechend ja Konflikt. Und das ist aber genau so eine Figur, eine Rolle, wo man einerseits total andockt und gleichzeitig aber auch eben so ein bisschen widersprüchlich ist und so ein bisschen, es gibt eine Reibung. Und sie ist aber sehr komplex und das ist tolle Herausforderung gewesen. Also ich meine, dort bist du auch wieder nominiert. Bin ich nominiert gewesen, genau. Der Preis ist jetzt aber an Sarah Spahle gegangen von Blattspitz Baby. Gut, aber ich meine, es ist ja schon ein Kompliment, wenn man als Schauspielerin nominiert ist. Absolut. Das ist eigentlich fast schon wie ein Preis. Und das Tolle ist, es gibt dann auch Geld. Das finde ich wirklich ganz toll beim Schweizer Filmpreis, wenn man nominiert ist. Absolut. Der ist dotiert und wenn man dann gönnt, ist es Ruhm und Ehre. Über eine Rolle in deinem Leben haben wir noch nicht geredet, über die als Ehefrau und Mutter. Mhm. Du hast jetzt vorher gesagt, du hättest die Rolle, die du gelesen hast, hättest du dich gerade verbunden gefühlt, das Gefühl, du kennst sie. Dreiecksbeziehungen. Mhm. Hast du das auch schon gehabt? Mhm. Bevor ich meinen Mann getroffen habe, bin ich da eine fleissige... ich habe mich nicht entscheiden können, das war es, glaube ich. Ich bin nicht so ein entscheidungsfreudiger Mensch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer. Aber jetzt hast du dich richtig entschieden im Nachhinein. Ja, das habe ich mir. Ja, absolut. Michael Hasenfuss, das ist dein Mann, Autor, Schauspieler. Ihr habt zwei Kinder. Mhm. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, du lebst deine Leidenschaft, das heisst Kompromiss für die Familie. Also ich würde sagen, wir leben wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe. Also es ist wirklich, das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen. Also mein Mann ist sehr, es ist einfach klar, dass wir, je nachdem, wo es es braucht, tun wir einander den Rücken frei halten. Das ist nicht immer ganz so einfach für unsere Kinder, weil ich bin wirklich viel unterwegs, ich bin viel auch nicht da. Hörst du das auch mit dem Kind? Ja, das höre ich, das merke ich. Das ist, du bist schon wieder nicht da. Jetzt hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, ich habe schlechtes Gewissen. Als Mutter haben wir ja das. Ja, das ist schon so. Ja, das ist schon so, dass ich manchmal merke, ich denke immer, ja, der Vater ist ja da, aber sie haben es am liebsten, wenn beide da sind. Also auf jeden Fall die Tochter, die haben es am liebsten, wenn beide vorhanden sind. Das kann ich auch verstehen. Ich kann mir gut vorstellen, du musst drehen, das Kind, vielleicht, wo es noch kleiner war, sind 40 Grad Fieber, den Dreh kannst du nicht absagen. Mhm. Also mir ist das ehrlich gesagt eher im Theater passiert, wo ich wirklich realisiert habe, so, also tatsächlich so eine Situation gehabt, meine Tochter hat Meningitis gehabt und wir haben nicht gewusst, ob sie das überlebt oder nicht. Und ich musste aber proben und es war auch relativ wenig Verständnis gewesen dort von der Produktionsseite. Das habe ich gemerkt und das so sich lernen, da durchzusetzen und einfach eine Priorität zu setzen, das ist etwas, wo wirklich erst mit dem Alter gekommen ist. Heute, wenn es so eine Situation wäre, du drehst zum Beispiel für Neumatt, SRF-Serie, die auch am ZFF aufgeführt wird, wenn du dort einen Drehtag hättest und dann wäre etwas Schlimmes in der Familie, was würdest du machen? Sagen, ich kann nicht kommen. Ich würde es zumindest besprechen oder ich würde einfach zumindest eine Lösung suchen. Aber dann muss ich auch sagen, dass
So, da merke ich so ein bisschen beim Film, oder mittlerweile kennt man sich ja, das ist ja doch, in der Schweiz ist ja auch eine kleine Familie, da habe ich das Gefühl gehabt, da kann man sich auch besprechen, so, dass man eine Lösung findet. Wir haben dich jetzt ein bisschen als Schauspielerin rausgespüren können. Was bist du für eine Mutter? Du musst meine Kinder fragen. Ich bin eine Mutter gewesen, die jetzt zum Beispiel nicht gerne auf den Spielplatz gegangen ist oder so. Also ich bin jemand, der mit meinen Kindern gerne etwas unternimmt. Ich reise sehr gerne mit meinen Kindern. Ich gehe sehr gerne in Ausstellungen. Ich erlebe Kultur mit meinen Kindern. Ich habe immer gerne vorgelesen, das muss ich sagen, doch. Und ich glaube, ich bin auch für sie da. Ich bin wirklich ein Spirit. Also, ja, sie kommen, wenn sie wirklich Probleme haben, dann kommen sie zu mir. Schon gleich kommt das Filmfestival, 23. September, geht es hier in Zürich los. Deine Familie werden dich begleiten auf den grünen Teppich? Also die werden auf jeden Fall warten, bis ich ab dem grünen Teppich bin. Und dann dort sein. Ja. Es war so schön, den für mich persönlichen Fan-Moment erleben in meiner Sendung. Alles Gute wünsche ich dir für deine weitere Karriere. Ich hoffe, ich sehe dich noch in ganz, ganz vielen Filmen. Ich darf dir ein grosses Pack Gottliebenhüppen überreichen. Und dann nimmst du es am besten heim. Auch so ein bisschen. Ich verstecke es. Versteckst es oder teilst es mit. Genau. Selbstverständlich gibt es auch heute einen Wettbewerb in der Sendung mit Rachel Braunschweig. Jetzt beim Sommertalk-Wettbewerb mitmachen. Als Hauptpreis verlosen Tele Zürich den Fiat 500 im Wert von 17'100 Franken von der Häusermann Automobile in Zürich-Altstädte direkt an der Autobahn. Und zusätzlich verlosen wir täglich eine Autowäschkarte im Wert von 500 Franken für die Autowäsche und Innenreinigung bei Autop und Stützliwäsche. Für jedes Budget eine saubere Sache. Ab September neu auch in Bremgarten. Das ist meine Frage. Welche Rolle spielt sie im Schweizer Tatort? Ist das 1 Kommissarin, 2 die Staatsanwältin? Läuten Sie an, wenn Sie die richtige Lösung wissen, unter der Nummer 0901 590 900. Oder schicken Sie ein SMS mit dem Stichwort Tag und der richtigen Lösungszahl an die Nummer 9988. Postkarte geht selbstverständlich auch. Unsere Adresse ist Tele Zürich, Sommertag, Postfach 80 99 in Zürich. Das war der Sommertag Lifestyle Edition am heutigen Freitagabend. Ich hoffe, Sie sind am nächsten Freitag wieder mit dabei. Dann bei mir in der Sendung Monika Kählin. Sie hat unterdessen 4 Familien, um was es hier handelt und wie sie ihr Leben nach dem Tod von ihrem Fritz lebt. Und wie glücklich sie ist, das verraten sie. Schönen Abend, bleiben Sie gesund und noch wichtiger, bleiben Sie auch glücklich. Ba 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 ba